Bundesgerichtshof BGH führt seine Kickback-Rechtsprechung weiter fort. Mit Beschluss vom 20.01.2009 hat er neue Wege aufgezeigt und die Pflichten der Vermittler erweitert. Diese müssen den Kunden über erhaltene Provisionsrückzahlungen, auch Kickback genannt, informieren. Tun sie dies nicht, machen sie sich schadensersatzpflichtig. Derjenige Kunde, der nicht informiert worden ist, hat die Möglichkeit, die Anlage, die er gekauft hat, rückabzuwickeln. Dieses eröffnet neue Möglichkeiten im Vorgehen gegen Banken und auf dem Grauen Kapitalmarkt.